Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge spitzte sich alles zum Finale zu. Allerdings haben wir gesagt, wir machen erstmal einen kleinen Cut, weil doch anscheinend noch eine ganze Menge kommt. Wir haben jetzt die Aufgabe, mit Camira zu sprechen. Die ist allerdings vorne, so wie es aussieht. Ah, sie ist irgendwo am Strand. Diesmal wirklich am Strand. Bei Casca habe ich auch schon gesagt, ich glaube, sie ist am Strand, aber da war sie es nicht. Wahrscheinlich will sie noch mal das schöne Wasser anschauen, bevor wir alle sterben. Mögen die Monde mich führen. Was soll ich nur machen? Das Richtige am besten, Camira. Keine Antworten tauchen vor meinen Augen auf, meine Freundin. Ich suche nach einem Pfad für uns. Doch ich finde nichts außer Sackgassen. Ich habe noch einen letzten Einfall. So die Monde wollen, wird es genauso funktionieren wie in Jodes Kern. Ihr meint eure Einstimmung, oder? Der Pfad, den ich durch den Schattentanztempel nahm, hat mich auf die Monde und die Erinnerungen meiner Ahnen Anekina Scharfzunge eingestimmt. Sie waren so klar, als ich sie im nördlichen Elsweyr brauchte. Doch jetzt nichts. Nicht einmal ein Mondtor, ja? Können wir ein Mondtor einsetzen, um Drachenholm zu erreichen? Das denke ich nicht. Diese uralten Bauwerke verbinden nur bestimmte Orte. Ich denke nicht, dass eines von ihnen auf Kalgrontids Insel führt. Jetzt, da ihr hier seid, gibt es etwas anderes, was ich versuchen will. Was soll ich tun? Bewacht mich, während ich versuche, auf Anekinas Erinnerungen zuzugreifen. Sie hat damals Kunsari geholfen, Kalgrontid zu besiegen. Vielleicht können ihre Einblicke uns auch jetzt helfen, ja? Vielleicht wird sie sprechen, vielleicht auch nicht. Wir müssen es zumindest versuchen. Ich werde euch bewachen, Camira. Anekina, enthüllt mir eure Erinnerungen. Die Antwort, die ihr sucht, ruht in den Höhlen des heiligen Mondlichts. Das war... Hey, geht's noch? Ich weiß nicht, was das war. Königin Camira, geht es euch gut? Das war kein Angriff, Sai. Beruhig dich. Ich hatte ja schon Gerüchte gehört, dass Königin Camira Mond berührt ist. Doch das war verstörend. Sagt meine Freundin... Verfällt sie sehr oft in solche Trancezustände? Das ist ab und zu schon mal vorgekommen. Doch was war das eben über die Höhle mit dem heiligen Licht des Mondes? Klingt wieder wie ein Rätsel. Ich fange an, Rätsel zu hassen. Es kommt drauf an, was es für Rätsel sind. Das war anstrengend. Anekina hat mir nicht bloß ihre Erinnerungen gezeigt... Sie hat durch mich gesprochen. Und ihre Worte, Fünfkralle, die waren an euch gerichtet. An mich? Wie ist das möglich? Ich dachte, ihr greift auf Anekinas Erinnerungen zu. Ich bin genauso überrascht wie ihr, meine Freundin. Doch die Botschaft, die ich erhielt, war unmissverständlich. Ihr müsst zum Mondscheingewölbe gehen. Das ist die Höhle mit dem heiligen Licht des Mondes. Da bin ich mir sicher. Dort wartet die Lösung für unser Problem auf euch. Sie wartet auf mich? Kommt ihr denn nicht mit zum Mondscheingewölbe? Nein, nicht diesmal. Ich will die Erinnerungen durchforsten und herausfinden, ob Anekina uns noch mehr über Kalgrontid und ihre Abenteuer mit Kunsari offenbaren kann. Ich werde mich mit Saisahan beratschlagen. Dann sage ich ihm, dass er sich im Mondscheingewölbe mit euch treffen soll. Es gab auch noch einen Geisterkater, vielleicht einen Alfik? Er hat etwas mit euch gemacht, glaube ich. Ein Geisterkater? Wie die Geister, die uns durch den Schattentanztempel begleitet haben? Seltsam. Ich habe diesen Geist nicht gesehen. Seid ihr euch sicher, dass ihr ihn gesehen habt? Ja, ich habe den Geisterkater recht klar gesehen. Dann glaube ich euch, meine Freundin. Und die Vision bestätigt meine Überzeugung, dass Anekinas Botschaft für euch bestimmt war.
Nun geh zum Mondscheingewölbe und findet die Antwort, nach der wir suchen. Jo, dann geht es mal wieder weiter. Bleibt einen Augenblick. Ihr könnt unsere Freundin am Mondscheingewölbe treffen. Ja, genau. Besprich mal alles mit Sai und ich werde schon mal vorporten. Wobei... Ich weiß nicht so genau, warum ich jetzt mit dem Schiff dahin reisen soll. Ich werde einfach hinporten. Bis gleich. So, da sind wir. Dunkle Monde. Ach nein, mit dir will was ich gar nicht sprechen. Was könnte den Gestank von derart saurem Zucker fortwaschen? Nein, nein. Irgendwie dachte gut, ich jetzt, Kamira ist da. Ihr habt den Ort gefunden. Reden wir. Königin Kamira erinnerte sich an eine letzte Sache, ehe ich sie verließ. Sie brauchte einen Augenblick, um zu verstehen, was die Vision ihr zeigte. Doch sie teilte dieses Wissen mit mir. Ich weiß, wonach wir an diesem Ort suchen. Was suchen wir? Eine Tür. Eine uralte Tür, die hinter einem Wasserfall verborgen ist. Irgendwo im Südwesten, glaubt sie. Doch wir sind hier nicht allein. Der Ort wimmelt von Piraten. Seid auf der Hut. Ja, ich weiß, Sai. Ich war ja schon ein paar Mal. Was hat er gesagt? Im... Kann man das hier noch nachlesen? Steht jetzt nicht drin. Ich meine nämlich, dass die gar nicht links wäre, sondern rechts. Aber gut, wenn wir jetzt links rum reinlaufen sollen, machen wir das jetzt mal. Oh, Leute. Ich hasse diese blöde Stannerei. Das ist mitunter ein Grund, weshalb ich kein PvP spiele. So, Wasserfall. Wasserfall ist hier. Ja, lauft weg, ihr Feiglinge! Sei es da. Ich würde schon sagen, dass ein uralter Gang und die dazu passende Tür hinter einem Wasserfall als geheim zählen. Ich frage mich, was dahinter liegt, das uns helfen wird, Drachenholm zu erreichen. Öffnen wir sie und finden es heraus. Nicht so schnell, meine eifrige Gehilfin. Seht ihr diese Tafel an der Wand? Es scheinen Teile davon zu fehlen. Ich kenne solche kunstvollen Schlösser. Können wir die Tür aufbrechen? Nicht bei dieser magischen Aura, die sie umgibt. Ich werde hier warten und diesen Ort vor diesen Piraten bewachen. Geht ihr nur und sucht die fehlenden Teile der Tafel. Ich werde nach den fehlenden Tafelteilen suchen. Ich will nicht! Ah, ich dachte, wir kommen jetzt endlich da rein. Jetzt weiß ich auch, warum ich das anders in Erinnerung hatte, dass man woanders hin musste halt. Tiefer. Okay. Hier entlang fünf Krale. Was? Wer sagt mir das denn? Hallo? Wer hat denn hier gerade mit mir gesprochen? Ah, da unten. Da unten ist zumindest die Seite. Ob die Seite mit mir gesprochen hat? Ich weiß es nicht. Also die Steintafel. Oh, jetzt nervt mich doch nicht. Ich will doch nur die Tafel holen. Mehr will ich doch gar nicht. Ach, der Kater hat mit mir gesprochen. Hallo? Ich würde die gerne nehmen können. Dankeschön. Hallo Kater, aber ich kann nicht mit dir sprechen, ne? Wir müssen wieder zurück und zum Boss. Da ist dann auch noch eine Seite, so wie es aussieht. Hallo. Ist nett, dass du auch mal kommst, Basti. Ich habe die ganze Arbeit schon gemacht. Moment, das ist hier, ne? Dann müssen wir theoretisch hier rum. Praktisch allerdings nicht. Nee, dann gehen wir wieder zurück. Dann müssen wir nämlich von der anderen Seite aus rein. Das heißt, wir nehmen erstmal die andere mit. Lalalala.
Boah, die gehen mir so auf den Senkel hier. Ist ja gut, ich spiele später mit euch, okay? Mama hat gerade keine Zeit. Wo kommt denn jetzt schon wieder her? Ein Zombie-Pirat. Ja, ich sehe dich. Ein paar Schritte. Das ist gut. Schlecht ist allerdings, wer hier alles steht. Ja, schnell, schnell können wir nicht. Oh. Kommen schon wieder neue hier. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Vielen Dank für die Hilfe. Ich muss jetzt nur noch einen Weg finden, wie ich zum letzten Punkt komme. Aber ich meine, von oben rum würde das gehen, weil das ist hier... Alter, willst du mich verarschen? Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Junge, Junge. Dieser wusste, dass ihr es schafft. Na, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Also bei den ganzen Leuten, die hier rumlaufen, plötzlich auftauchen... Im vollen Block, aber Hauptsache, er kann mich da wegknallen. Hier hoch. Stellt die Tafel wieder her. Ist das jetzt eine Abkürzung? Doch, ich glaube, hier kann ich runterspringen oder so, ne? Irgendwo. Ja, genau hier. Das ist aber die falsche Richtung. Ich muss ja zum weißen Punkt, nicht zum schwarzen Punkt. So, genau. Konzentrier du dich mal auf den Fisch. Ich bin gar nicht hier, Leute. Ich bin nur ein Schatten meiner selbst. Hattet ihr Erfolg, meine Freundin? Ja. Ich fürchte, ohne die wiederhergestellte Tafel bleibt diese Tür geschlossen. Ich würde sie ja gerne einlegen, aber irgendwas... Ah, jetzt. Die Fragmente passen zusammen. Was steht denn da? Dies sind die Worte und die Worte sind wahr. Die Steine teilen sich nur, wenn ihr den Namen sprecht. Des einen, der ruht, gedenkt seiner Krajun. Denn sicher gedenken sie seiner Anequina Schafzunge. Nurarion, der perfekte Flinthill-Dämonenjäger, sogar der Verräter. Wer ruht hier? Was soll ich das Anequina, wissen? Anequina, Flinthill, Nurarion. Diese Namen... Aus den Legenden über die Tarn ständig spricht. Über Kunsari, den Khajiit-Helden. Khajiit und ihre Rätsel. Aber als ich Kunsaris Namen aussprach, verschwand die Aura. Probiert jetzt die Tür. Könnte das wirklich das Grabmal von Kunsari sein? Der Kater sagt ja. Oder er führt uns zumindest hierhin. Ein Sarkophag. Und ein geisterhafter Kater. Seht ihr das auch, meine Freundin? Sar dachte schon, die fünf Kralle entschlüsselt die Hinweise nie. Dann taucht ihr, zu Sars Überraschung, hier auf. Sar dachte, wir würden uns viel früher begegnen, teuerste Freundin. Anequina war schon immer zu schlau mit ihren Anmerkungen, ja? Doch nun seid ihr ja trotzdem hier und uns bleibt noch eine kurze Zeitspanne, um den Aufstieg des dunklen Äons zu verhindern. Ihr seid Kunsari, der mythische Held der Khajiit? Nun bringt Sar nicht zum Erröten, teuerste Freundin. Legendär passt ganz sicher. Viel besungen wohl auch, aber mythisch, das ist ein wenig viel, ja? Dieser ist, wer ihr sagt, der strahlende Stern von Elsweyr. Der Jonelichtschlenderer, der Einsperrer von Drachen, Kunsari. Und dies ist euer Grabmal? Entschuldigt, es war wesentlich imposanter, als Sars Geschichten noch überall erzählt wurden. Warum Sar erwacht ist? Nun,
Wie sollte dieser auch schlafen bei all dem Lärm, den die Drachen machen? Karl Grundtiet und seine Brut waren immer etwas ungestüm, ja? Seid ihr zurückgekehrt, um uns zu helfen, Karl Grundtiet zu besiegen? Oh nein, teuerste Freundin. Sars Geschichten wurden schon alle erzählt. Wie dieser bereits vor langer Zeit Yadari erklärte, es ist Zeit, die Lieder neuer Helden zu singen. Sar kann euch aber ein wenig seiner Erfahrung leihen. Und so will dieser euch einen geheimen Pfad nach Drachenholm weisen. Ein geheimer Pfad? Ihr erwartet doch nicht, dass euch Sar eine Karte zeichnet, oder? Wo bleibt denn da der Spaß? Nein, die Geschichte muss gewürdigt und das Abenteuer erlebt werden. So ist es bei umwälzenden Ereignissen Brauch. Nehmt Sars Kralle und zeigt sie dem Abkömmling von Anekina. Nur Vorsicht mit dem Schädel. Dem Nachkömmling von Anekina? Die tapfere und schöne Khajiit-Königin. Anekinas Blut pulsiert durch ihre geschmeidige und duftende Gestalt. Gebt ihr Sars Kralle. Sie wird wissen, was sie damit tun muss, wenn sie sie sieht. Ihr wollt, dass ich Kamira eine eurer Krallen gebe? Bin ich begriffsstutzig oder was? Eine Rippe oder ein Oberschenkelknochen gingen auch. Aber eine Kralle ist handlicher. Tut nicht so überrascht. Die sterblichen Überreste einer Legende bergen große Macht, die Anekinas Nachfahre nutzen kann, um auf dem Jonelichtpfad zu wandeln. Schlau! Ihr habt Sar dazu gebracht, mehr zu sagen, als er wollte. Gut gemacht. Okay. Bringt Sars Krale zur Anekina dieses Zeitalters. Sie kann sie einsetzen, um eure Krajun nach Drachenholm zu bringen. Nun, nehmt diese letzte Gabe. Ein schneller Pfad zurück zur Krajun. Dort wird diese Geschichte wirklich beginnen. Der ganze weite Weg für die Überreste einer Legende? Ich hoffe, Königin Kamira weiß, was sie damit tut. Ja, dann vielen Dank für das Portal und vielen Dank, dass ich deine Leiche schänden durfte. So, Moment. In die Bucht, wirklich. Ich hoffe, es geht. Ich glaube, der Geisterkater hat es absichtlich gemacht. Bring die Kralle zu Kamira. Ich hole die Kralle zusammen. Habt Zaisahan und ihr die Geheimtür gefunden? Ja, habt ihr ihn nicht gehört? Sagt es mir, meine Freundin. Was habt ihr hinter der verborgenen Tür gefunden? Haben wir einen Weg, um Drachenholm zu erreichen? Wir haben das Grabmal von Kunsari gefunden. Wirklich, Fünfkralle? Helle Monde! Was habt ihr darin entdeckt? Eine Waffe? Einen Folianten? Etwas noch Prächtigeres? Kunsaris Geist ist erschienen und hat mir aufgetragen, seine Kralle zu nehmen und sie euch zu geben. Seine Kralle? Und das wird uns helfen, Drachenholm zu erreichen und an Karl Grundtiet heranzukommen? Nun, wenn Kunsaris Geist darauf bestanden hat? Hier ist Kunsaris Kralle. Es ist eine Kralle. Ich? Daran ist nicht zu rütteln. Ich werde sie studieren und Anekinas Erinnerungen durchforsten. Das alles muss einen tieferen Sinn haben. Auch wenn sich mir die genaue Bedeutung dieser Kralle zunächst noch entzieht. Hatte Kunsari noch etwas anderes gesagt, Fünfkralle? Kunsari sprach davon, die Macht der Kralle zu nutzen, um auf dem Jodelichtpfad zu wandeln. Der Jodelichtpfad? Von so etwas habe ich noch nie gehört, aber es klingt vielversprechend. Ihr wisst also, wie man die Kralle einsetzt, um uns nach Drachenholm zu bringen? Noch nicht. Doch ich werde die Kralle studieren und meine Erinnerungen durchforsten. Mich von der Einstimmung leiten lassen. Die Antwort wird kommen. Ich brauche einfach etwas Zeit. Geht, findet Zaisahan und vergewissert euch, dass die Drachengarde bereit für den nächsten Schritt ist. Der trocknet gerade seine Sachen am Strand.
am Strand. Das hört sich so. Falls dieser Karl Grontid wirklich existiert, wie können die Schilde oder die Drachengarde auch nur hoffen, gegen ihn zu bestehen? Vertraut uns einfach, Vater. Ich schwöre, wir werden euch nicht enttäuschen. Zaisa Hahn hat uns zusammengetrommelt und wir sind bereit zum Aufbruch. Doch es scheint, als wären wir dazu ausersehen, uns immer nur zum Warten zu sputen. Und mein Vater ist vor kurzem eingetroffen. Er will alles wissen, was wir ihm über die schwebende Insel erzählen können. Seid gegrüßt. Ich habe gehört, ihr wärt seit unserem letzten Gespräch sehr fleißig gewesen. Ist es wahr, dass ihr auf dieser Insel wart, als sie begann, in den Himmel emporzusteigen? Nein, verratet es mir nicht. Ich ziehe es vor, die Einzelheiten nicht zu erfahren, da sie einen gewiss in den Wahnsinn stürzen könnten. Was führt euch ins Refugium, General? Die Suche nach Informationen natürlich. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass eine Insel in den Himmel fliegt. Ich wollte herausfinden, was die Drachengarde darüber weiß. Meine Tochter hat mir mehr Wissen offenbart, als mir lieb ist. Angesichts all dieser Einzelheiten über den Plan eines verrückten Drachen, sich zu einer Gottheit zu entwickeln. Werden die Schilde von Senshal uns bei unserem Kampf helfen? Die Schilde werden tun, was sie schon immer getan haben. Für die Sicherheit in Senshal sorgen und garantieren, dass seine Bewohner keinen Schaden nehmen. Ich wünschte, diese Bedrohung wäre auf Senshal oder auch nur das südliche Elsweyr beschränkt. Doch ich fürchte, die Gefahr erstreckt sich bis weit jenseits unserer Grenzen. Ist das nicht ein Grund, uns zu helfen? Wenn der große Brand beginnt, können wir nur versuchen, unsere eigene Stellung gut durchnässt zu halten, um den Flammen zu trotzen. Ich wünsche der Drachengarde Erfolg, aber ich muss mich um die Meinen kümmern. Ich hoffe, ihr versteht. Ja, natürlich verstehen wir das. Die Frage ist nur, ob es jetzt weitergeht, wenn wir mit Zai sprechen. Ich denke schon, deswegen würde ich sagen, machen wir hier jetzt erstmal schon mal einen kleinen Cut und dann reden wir in der nächsten Folge mit Zaisa Hahn. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.